mit dir? Bist du hingefallen? Ich habe ein Geräusch gehört. Ich habe etwas am Herd stehen gehabt, deswegen konnte ich nicht gleich kommen. Ja, mir ist schon seit heute Morgen ein wenig eigenartig. Immer wieder diese Herzstolperer. Und dann auch noch dieses Hitzegefühl. Ich habe gerade eine Glühbirne gewechselt und da ist mir so eine komische Übelkeit aufgestiegen. Und dann hatte ich plötzlich auch keine Kraft mehr im rechten Arm. Ich habe mir nur noch gedacht, jetzt musst du aufpassen, dass du nicht umfällst. Ja, aber da war es schon passiert. So, zum Glück habe ich mich da auf diesen Tisch gestellt. Da kann ja nicht so viel geschehen. Warum hast du nichts gesagt wegen der Herzrhythmusstörungen? Wir haben ja schon vor ein paar Wochen besprochen, dass wieder eine Schrittmacherkontrolle fällig ist. Komm, wir gehen ins Schlafzimmer und du legst dich hin. Als ich reingekommen bin, ist mir vorgekommen, du bist nicht ganz bei dir. Und weil du das sagst mit dem Arm, mir ist vorgekommen, er hat vorher gezuckt. Spürst du was? Nein, es ist schon alles wieder in Ordnung. Auch die Kraft ist normal. Jetzt erzähl noch mal ganz genau. Naja, also, wenn ich es mir recht überlege, ich habe seit einigen Wochen immer wieder diese Kopfschmerzen. Also nur ganz leichte. Und auch immer wieder diese Herzstolperer. Naja, das dauert ja nur wenige Minuten. Und als ich heute nach dem Mittagessen ins Wohnzimmer gegangen bin, da habe ich dann noch einen Kaffee getrunken. Und dann ist es mir plötzlich von der Magengegend ganz heiß aufgestiegen, bis in den Kopf hinauf. Und plötzlich war alles ganz weit weg. Und die Geräusche auf der Straße sind immer leiser geworden. Das war irgendwie so wie in einem Tunnel. Also ich kann das nicht so genau beschreiben. Aber jedenfalls hat mich wohl die Kraft in der Hand verlassen und wohl auch in den Beinen, weil ich bin ja hingefallen. Mich wundert es nur, dass ich nicht runtergefallen bin von dem Tisch. Nee, und als du dann ins Zimmer gekommen bist, da war ich schon wieder bei mir. Aber ich habe dich irgendwie verschwommen gesehen. Mein Arm fühlt sich irgendwie noch taub an. Aber sonst ist alles normal. Und hast du so etwas jemals schon gehabt? Naja, wenn ich mich recht erinnere. Ja, da bin ich einmal in einer Ausstellung gestanden. Und da war ich vor einem Schalter und da war es heiß und stickig. Und da ist es mir plötzlich auch ganz heiß aufgestiegen. Und dann war ich weg. Ist aber schon viele Jahre her. Naja, und wenn du dich erinnerst, dann war ich ja beim Katalogen das erste Mal. Und da hat's geheißen, es ist alles in Ordnung. Und einige Jahre später war ich wieder. Und da hat's dann geheißen, die Reizleitung in meinem Herzen ist nicht ganz normal. Naja, und 2 Jahre später habe ich dann den Schrittmacher bekommen. Aber du, sowas wie heute, das habe ich in all den Jahren noch nicht erlebt. Bitte, ich muss jetzt unbedingt ins Bett schlafen gehen. Ich bin so unglaublich müde. Und diese Muskelschmerzen, ich sag dir, das ist wie ein Muskelkater. Scheußlich, in den Armen und in den Beinen. Und außerdem tut mir die Zunge weh. Zeig einmal her. Schaut aus, als wie hättest du dir in die Zunge gebissen. Hast du geblutet? Ja. Vielleicht solltest du doch zum Arzt gehen. Also ich habe mir gedacht, vielleicht hast du einen Kollaps gehabt. Du warst ziemlich überarbeitet in letzter Zeit. Naja, das muss ich schon aushalten. Inzwischen ist mir eingefallen, in meiner Jugendzeit beim Militär, da hatte ich das auch zweimal. Da bin ich zweimal umgekippt. Und da war alles dann so ganz weit weg. Ganz ähnlich war das. Naja, vielleicht gehe ich doch mal zur Schrittmacherkontrolle. Und dann sage ich dem Arzt auch, dass mir die Zunge so weh tut. Unangenehm.